Hoi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute direkt aus Funtime in München mit dem neuen Booster Set Wing Raiders. Krasses Set, wir haben schon ein paar Videos dazu gemacht. Phantom Knights sind drin, Red Raptors und auch Super Quantums. Der Praktikant weiß Bescheid. Und auch ziemlich gute Reprints, sollte man sich auf jeden Fall holen. Und wir machen jetzt mal auf. Wie schon gesagt, die neuen Phantom Knights sind drin, Super Quantum. Okay. Fangen wir mal an. Displays jetzt alle mit dieser neuen Seltenheitsverteilung. Stimmt. Das heißt, in jedem Booster eine Super Rare? Mindestens. Mal sehen, was wir ziehen. Cash ist gut zurzeit. Die Super Rare hier, lautlose Irak. Gar nicht mal so schlecht. Eine gute Karte. Was haben wir hier noch? Kernorgan, verbotener Cake. Eigentlich ganz okay. Dann fangen wir mal weiter. Was haben wir hier? Einmal den Key Beetle, MST. Dann einmal hier von den Red Raptors was. Hier direkt eine Super Quantum Karte. Das ist der Sucher von denen, der blaue. Ganz okay. Okay, das ist. Hier sehen wir noch einen von den Super Quantums, der wahrscheinlich nicht so gespielt wird. Was haben wir hier? Oh. Hier haben wir immer noch mal Needlebug Nest, auch ein Reprint. War früher im Lightspawn eine sehr gute Karte. Was haben wir hier noch? Einmal Astral Kraft. Wird man wahrscheinlich im Red Raptor auch wieder spielen. Mit der neuen Support. Was haben wir hier? Einmal Crane. Hier wieder Reprint. Jetzt. Falle von dem Phantom Match auf jeden Fall. Jetzt haben wir einmal Bottomless, kann man immer gebrauchen, ein gutes Apple. Hier wieder Lotto Serac. Und hier eines von den neuen Super Quantum Exceeds. Wieder von den Super Quantum was. Verbotener Cake, MST. Ganz okay eigentlich. Die Super Rare. Von den Phantom Knights mal was. Ja. Wieder Needlebug Nest, schon wieder Lotto Serac. Alter, wie oft ist denn da los? Wir haben schon was Besseres als eine Super Rare gezogen. Ja, wir haben ein oder zwei Ultra Rares haben wir schon gezogen. Ist schon noch ganz okay bis jetzt. Was haben wir hier? Wieder eine Super Rare, Ghost Trick Alucard. Hier der grüne von den Super Quantums. Das Exceed Monster von dem. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Eine Ultra Rare. Die ist gut. Der rote von den Super Quantums. Der ist gar nicht so schlecht. Ja, den finde ich eigentlich fast der beste von denen.
Das ist eine Super Rare. Aber hier die Feedspell von den Super Quantums. Darauf basiert eigentlich das ganze Deck. Ja, ohne, dass man ohne zwei XX-Materialien schnell wie möglich die XX-Monster raushauen kann. Wieder der Grüne von den Super Quantums. Aber diesmal das normale Monster. Wieder eine Super Rare. Wieder eine Super Rare, der Grüne von den Super Quantum. Secret Rare ist Diamond Crab. Diamond Crab. Kann man schon einmal spielen. Kann man schon spielen. Ja, vor allem ein großes Monster wegzukriegen. Ist schon okay, ist schon gut, ist schon gut. Ist auf jeden Fall die erste Secret Rare. Wenn es jetzt nach der neuen Booster-Verteilung geht, müsste noch eine drin sein in dem Display. Ultra Rare, eins von den Phantom Knights. Okay, jetzt wird es immer knapper, wenn wir Nico Sangrit in Super Rare wieder. Gut für die Raid Raptors. Gut für die Raid Raptors. Das neue Blackwing Deck. Stimmt, die Blackwings sind auch noch super. Die sind auch noch ganz gut. Ja, wenn man die mal hat. Wieder Super Rare, aber hier Harpien Harpenlist. Kann man in vielen Decks spielen, ist gar nicht so schlecht. Ist die Reprint oder neu? Die ist Reprint, war vorhin Super Rare. Ist ja auch Rare. Hier noch eine Super Rare. Das vorletzte Pack. Die zweite Secret Rare. Die ist gut. Von den Phantom Knights. Das Dreieck sieht. Ja. Gar nicht so schlecht. Haben wir auch Gaga Cowboy. Das Scriptor, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unser letztes Pack. Und die Super Rare. Von den Super Quantum. Haben wir eigentlich ganz gut gezogen? Eigentlich schon. Wir zeigen euch noch gleich so einen groben Überblick. So Leute, das sind die Karten, die wir gezogen haben. Ihr habt es gerade nochmal gesehen, das sind die Karten, die wir gezogen haben. Zwei gute Secret Rares. Hier drei gute Ultra Rares, Super Quantum Death. Der wird viel wert sein. Der ist zurzeit 20 Euro wert. Ja. Der von den Phantom Knights ist auch viel wert. Kann man in jedem Dreier Exit Deck spielen? Stimmt, ist gar nicht so schlecht. Ist ein Muss jetzt sogar. Ja, jetzt hier der Crab King ist auch ganz okay, kann man auch überall spielen eigentlich. Bei den Super Rares sieht man hier auch, ist relativ gut. Es sind sehr gute Karten eigentlich, die man Rares waren auch gute dabei. Ja. Alucard und so. Alucard, Cowboy ist immer gut. Hier der von denen ist auch relativ gut. Kann man auch eigentlich überall spielen. Ansonsten allgemein relativ gutes Set, oder? Ja, holt euch das Display auf jeden Fall. Ist relativ gut. Hat mal gute Staples, Staple Reprints, neue Staples. Da sind zwei neue Team-Decks enthalten, die auch relativ gut sind. Drei Stimmen mit dem Breakbreakers, die relativ gut sind. BMFT erhältlich, am besten kommt ihr an Holzeug, könnt ihr gleich aufmachen. Ansonsten leidet nicht.
Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wie es ist.